Jetzt machen wir was ganz Schweres innerhalb eines schwierigen Programms und einer Idee über dieses ganz normale Informatikthema Endianness. Also sagen wir mal ganz einfach, es geht um Little Endian und Big Endian. Und ich mache jetzt mal was hier. Du siehst hier, wenn du jetzt innerhalb so eines Hex-Editors, sagen wir mal, hier ist jetzt mal so eine Enkodierungs- irgendwas. Aber das jetzt sage ich jetzt nicht ausführlich, weil ich nicht ganz genau alles darüber weiß. Und hier ist jetzt ein ganz altes Programm. Das gab es schon nach 1985 oder so im Handel, als noch Windows noch richtig nicht gab. Ich glaube, dass es richtig ist, dass ich das so sage. Wacom gab es also für MS-DOS zum Beispiel. Das lief unter dem PC. Übrigens eine Blechkiste mit so einem riesen Einröhrenmonitor oben drauf auf dem Tisch. Und damals gab es MS-DOS und PC-DOS und solche Dinge. Ich glaube, es gab auch Dr.-DOS zu der Zeit. Und später dann Novell-DOS. Ich hatte selber Novell-DOS 7. So, und jetzt? Davor hatte ich MS-DOS 4.0.1. Also die Versionsnummern 4 und dahinter 1. Und da gab es zu kaufen so ein Buch. Und da gab es dieses Programm. Das hat dann Folgendes gemacht. Es hat innerhalb einer Festplatte, glaube ich, gesucht nach einer Datei, die man hier hinter Where so als nächsten Argument hier hinter eingeben konnte. Da konnte man auch irgendwelche Sternchen mit eingeben. Das glaube ich wohl, war das richtig. Ich nehme an, das stimmt. So, und das ist jetzt so mal Maschinensprache. Das kann man eigentlich so ein bisschen disassemblieren, wenn man das will, aber das mache ich jetzt natürlich nicht. Das ist mir jetzt zu schwierig. Und hier sieht man dann, dass da auch Text ist. No matching files found. Das sagt er dann an. Das Programm sagt das dann an, wenn er keine Dateien dieser Art, die man hier angibt, nicht findet. Wenn er die nicht findet. Genau, so. Und jetzt haben wir da hier was mit Bytes. Diese Bytes, die sind also, ich erkläre das gleich mal, was FBC bedeutet. Das erkläre ich mal hier gleich schriftlich. Ich mache das mal ganz zu und mache mal Krita an. Krita ist auch ganz schön. So, dieses hier sind zwei Nibble oder ein Byte. Und das ist das nächste Byte oder die nächsten zwei Nibble. So, man kann so sagen, wenn wir mal Little Endian haben, dann ist das so sortiert, sage ich mal. Ne? Ich schreibe das mal eben hier auf, damit ich das jetzt richtig mache. BC, D1. Und dann machen wir mal D1, BC, mein Ding. Das erkläre ich gleich mal so ein bisschen. Ich sag mal, ganz einfach ausgedrückt. Bei Little Endian ist das hier der Fall. Muss ich aber eben nachlesen. Ich glaube, ich muss das eben nachlesen. Ich habe das ein bisschen vergessen. Dann seht ihr auch gleich, dass ich da schon mal drüber gearbeitet habe. Es tut mir jetzt leid, das ist jetzt ein bisschen falsch, ne? Na, wollen wir mal gucken, ob ich das so schnell finde. Na, tut mir leid, es ist jetzt nicht hundertprozentig sortiert, das Ganze, was ich hier mache. Aber das macht, glaube ich, nichts. So, hier haben wir irgendwo einen Link. Da. Ja. Hier ist Computerkram. Und dann haben wir es gleich. Und hier ist jetzt Computer. Und da seht ihr, dann habe ich über Endianness gearbeitet. Das klicke ich mal eben an. Und dann seht ihr gleich, was ich gemacht habe. Hier habe ich es gemacht. Da geht's los. Also, das ist schon richtig Informatik. Und hier kann man darüber sagen, dass Folgendes gilt. Also, es geht um zum Beispiel zwei Bytes. Die werden natürlich irgendwie sortiert. Man muss sozusagen irgendwie diese Informationen im Computer speichern.
Und man kann sagen, ein Byte sind 8 Bit. 2 Bytes sind natürlich dann mehr als 8 Bit, nämlich 2 mal 8 ist 16 Bit. Und bei 16 Bit könnte man richtig viele Kleinigkeiten speichern, also Werte bis 6, 5, 5, 3, 5 meinetwegen, könnte man speichern, theoretisch. Und eine 16-Bit-Ganzzahl, wenn die jetzt nur positiv wäre, meinetwegen, kann diese Werte annehmen, 0 bis 6, 5, 5, 3, 5. Und das Ganze, was es Little-Endian und Big-Endian bedeutet, das beschreibt, ob die Bytes zum Beispiel einer 2-bytigen Zahl, also so lang wie 2 Bytes, irgendwie angeordnet sind. Und das ist typisch Windows-Welt. Dieses hier ist typisch Windows-Welt, dass es angeordnet ist. Little Endian, nach diesem hier, nach Little Endian, das ist typisch Windows. Und dann heißt es, das ist niedrigwertig. Die niedrigwertige Stelle zuerst kommt. So, hier steht das auch nochmal. Also, da steht, dass abgelegt wird nach der niedrigwertigen Stelle zuerst. Ne? Also ganz unten. Dann der Speicheradresse weiter unten, niedriger. Da steht das niedrigwertige Byte. Und das niedrigwertige Byte kommt dann eben darüber. In der nächsthöheren Speicheradresse. So, bei Big Endian ist es eben umgekehrt. Und das ist der Witz jetzt dabei. Wir zeigen das mal ganz schnell. Ich mache das mal ganz schnell hier. BCD1. Das ist sozusagen jetzt mal Little Endian, ne? Nur mal so als Beispiel. Und dann mache ich das mal schnell weg. Und dann könnte man sagen, das ist dann anders angeordnet. Sagen wir mal so, D1, das ist das umgekehrte der Fall, BC. Und das, was ich jetzt schreibe, ist dann eben Big Endian, ne? Kann man das sagen? Ja, kann man sagen. Das ist dann Big Endian. Genau, so ist es richtig. So, dann wisst ihr jetzt, was Little Endian und Big Endian ist, wenn man sowas hier hat. 2 Bytes meinetwegen. Dann müssen die ja irgendwie angeordnet sein. Und das sortiert man in so einem Kontext, also wo man, sagen wir mal, 16 Bits am Stück irgendwie zusammensehen muss, weil es eine Zahl halt ist, meinetwegen, dann muss es ja irgendwie angeordnet sein. So, und das habe ich jetzt versucht zu erklären. Genauer kann man das auch nochmal nachlesen. Das habe ich gerade schon gemacht. Hier könnt ihr das mal nachlesen, was ich geschrieben habe. Das ist eben das Problem. Die Unterscheidung zwischen Big und Little Endian ist eben wichtig. Wenn irgendwie Daten zwischen irgendwelchen Systemen, die verschieden sind, ausgetauscht werden müssen. In so einem Fall ist das eben ganz wichtig, immer noch, auch heutzutage noch, dass das richtig konvertiert wird. Und das haben wir. Zum Beispiel, wenn das ist sowas der Fall, wenn man irgendwas im Internet oder so, da mit HTML und all solchen Zirkus da und Netzwerkprogramme, die irgendwie Big Endian haben und irgendwelche Windows-Geschichten, die noch Little Endian haben, wenn das eben unterschiedlich ist, was schnell mal der Fall ist, dann ist das eben so. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt habe ich auch richtig was gemacht über die Endianness. Da habe ich jetzt hier, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Da habe ich jetzt Perplexity mal angehabt. Und das kann man auch nachlesen. In Endian und Little Endian habe ich ja hier versucht zu erklären. Ja, aber das ist richtig, ne? Ja, und da steht auch, dass es immer noch wichtig ist, auch heutzutage noch wichtig ist. Und das gibt es schnell mal, diese unterschiedliche Byte-Reihenfolge gibt es schnell mal. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mein Video jetzt
zum Endianis. Vielen Dank.